Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute Morgen erstmal den Fendt 724, der mir hier zur Verfügung gestellt wurde, aus der Werkstatt geholt, denn er musste zum 50-Stunden-Service. Also wie ihr seht, die Karre ist halt noch komplett neu. Und da wurde auch nachgefragt, was jetzt mit der Fronthydraulik los ist, und der eine Zylinder lässt wohl ein bisschen nach. Kann immer alles passieren bei so einer neuen Maschine, muss man sich halt darauf einstellen, aber zumindest ist es auch geklärt. Konnte jetzt in dem Zuge nicht direkt mitgemacht werden, ist auch nicht so schlimm, also er lässt halt innerhalb von einem Tag die Fronthydraulik ein bisschen sacken. Aber weil ich heute den letzten Tag den Federstand Maisleger habe, haben wir das Ganze auf die nächste Woche verschoben, dann wird danach geguckt und dann ist das Thema auch gegessen, dann wisst ihr auch, was das war. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Maislegen, unser letztes Stück. Und da kann ich euch jetzt auch einmal zeigen, wie man das Stück von innen nach außen legen kann. Also normalerweise ist es ja so, dass man beim Maislegen eigentlich außen und zufährt und seine Bahn erstmal zieht, das Vorgewende komplett fertig arbeitet. Wie ihr ja auch in dem Video zur alten Weide gesehen habt, also wo ich gezeigt habe, wie man die Applikationskarten abarbeiten kann. Und Und in diesem Video sieht es so aus, dass wir auf der Ecke gerade erst gepflügt haben und noch nicht vorgearbeitet. Und Klaus ist gerade erst losgefahren, um da zu kreiseln. Und entsprechend arbeite ich die Fläche jetzt auch von innen nach außen. So, ich mache mal die zweite Kamera klar, damit ihr auch alles hier wieder mitkriegt, wie das alles funktioniert. Was ich hier einstelle, wenn ich aufs Feld fahre. So, wir fahren also jetzt erstmal auf unser Feld rauf und normalerweise müsste ja die automatische Felderkennung noch an sein. Das heißt, wir gucken mal eben hier. Fahren auf unser Feld hier rauf. So, und da ist es auch schon. Das Stück schlichten, das wollen wir nutzen. Jawohl, die Feldgrenze. Und dann möchten wir auch wieder mit Kontursegmenten arbeiten. Und dann haben wir uns bereits den Auftrag mit den Applikationskarten zugesendet. Also wieder ins Vario-Dock gehen, beziehungsweise Task-Dock, schlichten Maisaussaat, möchte ich nicht für die Spurführung nehmen. So, gucken das einmal alles durch, dass die Karten hier auch zugeordnet sind, das passt. Das sieht auch soweit in Ordnung aus. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal in der Kartenansicht an. Ja, die Ecke ist jetzt hier ein bisschen blöd, das muss ich nochmal neu machen irgendwann. Dann zeige ich mir hier meinen Layer mal an. Und dann sehen wir, dass die Fläche oder dass eine Applikationskarte auf der Fläche hinterlegt ist. So, jetzt muss ich natürlich noch eben Fahrstufe 1 einschalten, Tempomat an, Allrad an, Spurführung bzw. das Fendt-Guide aktivieren. Und dann sehen wir da auch schon, wie Klaus unterwegs ist. Ein bisschen dunkler. Also er zieht auch gerade erst seine erste Bahn da. In dem Fall wird er seine Vorgewendelinie wahrscheinlich bei 15 Meter angelegt haben und zieht seine Kreise. So, im nächsten Step gucken wir, dass unsere Vorgewendelinie passt. Dafür gehen wir in unsere Einstellung, Vorgewendebreite 17 Meter. Und das können wir jetzt so lassen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten das Ganze jetzt quasi andersrum ab, als wir es bei Alte Weide gemacht haben. Wir stellen jetzt unsere Vorgewendebreite schon auf 17 Meter ein. Und dann sieht es so aus, wenn wir jetzt von innen das Ganze abarbeiten. Dann schaltet er an der Vorgewendelinie aus und wenn wir nachher das Vorgewende außen umzulegen, dann haben wir noch genug Platz, wo wir die Fahrgasse reinlegen können. Also die wäre ja mittig bei 15 Meter sozusagen und die Fahrgasse würde quasi hinter der Vorgewendelinie kommen. Und natürlich würde dann wahrscheinlich eine Reihe oder sowas in diesem grünen Bereich laufen, aber weil wir eben eine Einzelreihenabschaltung haben bzw. Section Control an jeder Reihe, würde er das davon selbst ein- und ausschalten. Also 17 Meter ist soweit korrekt, das lassen wir so. Dann müssen wir natürlich unser Gebläse wieder anmachen, indem wir einmal das gelbe Steuergerät in dem Fall anschalten. So, dann holen wir uns mal unsere Isobus-Maske hier rein. Holen uns den Master-Status. Und dann sehen wir auch, dass wir jetzt etwa 3 Kilopascal am Gebläse haben. Und
Jetzt fangen wir mit Bahn Nummer 7 an. Normalerweise würden wir an der Außenkante, beziehungsweise wenn wir jetzt außen zufahren, mit 1 anfangen. Und weil ich weiß, dass bei 5 und 6 die Fahrgasse geschaltet wird, also bei 5 macht er, meine ich, Reihe 3 zu und in Bahn 6 dann Reihe 2. Und wenn wir dann quasi nach dem Vorgewende anfangen, würde ja bedeuten, wir machen mit Reihe 7 ganz normal weiter. Und dann müssen wir natürlich gucken, ob die Fahrgassenschaltung auch richtig schaltet. Also wir müssen einmal gucken, ob er in die richtige Richtung zählt. Dafür gehen wir in unsere Fahrgasseneinstellung. Erste Wende nach links. Und weil wir jetzt entsprechend quasi hier unten in der Ecke sind, hier und hier dran hocharbeiten an der Vorgewendelinie und hier die erste Wende nach links machen, passt das schon mal soweit. Also können wir die Einstellung schon mal komplett so lassen. Dann möchten wir natürlich die Fahrgassenzählung aktiviert lassen. Die Werte kriegt er alle wieder von der Applikationskarte und dann kann es eigentlich schon losgehen. Also wir könnten theoretisch jetzt nochmal eben hier den Hektarzähler auf 0 setzen, wenn er dann reingeht. Dann muss ich wahrscheinlich hier rein und dann dort Reset Hektar. Jawohl. Ja, die Darstellung ist halt auf dem iPad ein bisschen schöner als hier, aber ist nur so. Dann schmeißen wir uns das Ganze hier oben wieder auf unser Terminal, denn ich möchte das Ganze hier oben überblicken. Ist auch echt cool gemacht, ne? Man braucht kein zusätzliches Terminal oder sonst was. Man kann es einfach da oben hinschmeißen und gut ist. So, als nächstes muss ich natürlich meine Linien einmal rüberschieben. Wie ihr seht, ist die Nulllinie auf der Grenze. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4. Das spiegelt sich hier oben auch wieder. Wir sind gerade im vierten Segment. In der vierten Spurlinie, wir möchten uns die Spurlinien alle, in dem Fall um 1,50 Meter nach innen schieben, alle Segmente, bestätigen das. Und jetzt würde ich noch einmal eben außen an die Grenze fahren und gucken, ob das auch tatsächlich so passt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Also fahren wir da mal eben hin. So, das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Scheinbar ist irgendwas mit der Grenze passiert oder ein bisschen anders geackert oder sowas, das jetzt nicht hundertprozentig passt. Und in dem Fall müssten wir die Linien einmal ein bisschen anders verschieben. Und jetzt setze ich die in die Mitte von Schlepper, denn hier möchte ich nachher meine äußerste Bahn sozusagen machen. Und dann schiebt er alle anderen weiter rüber. Sind wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier würde er dann die Fahrgasse sozusagen schalten. Und da in 7 müssten wir dann gleich einmal anfangen. So, das Ganze machen wir auch nochmal in der Vorgewendebahn hier, um da auch noch mal sicher zu gehen. Also man merkt, die Ecke haben wir noch nicht so oft bearbeitet oder sind noch nicht so oft mit Spurführung drauf gewesen. Denn ansonsten haben wir alle Flächen eigentlich hundertprozentig eingelernt. Aber das ist jetzt nochmal das beste Beispiel, wie man es machen kann, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist und das noch einmal eben überprüfen möchte. Jetzt gehe ich auch noch mal hier an die Vorgewendebahn. Passt in dem Fall auch nicht. Auch die schiebe ich mir rüber. So, jetzt haben wir alles soweit angepasst. Jetzt wollen wir hier in dem Segment 4 natürlich anfangen, in der siebten Bahn. Jetzt können wir hier oben erkennen, Segment 4, das setzen wir uns jetzt direkt erstmal fest. Segment 4 festgesetzt, dass das gleich nicht hin und her springt. Und dann möchten wir in die siebte Bahn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuppeln die Spurführung einmal ein und hier oben steht entsprechend 6, weil die erste Bahn ja unsere Nulllinie ist. Also sagt er jetzt halt Linie 6. So, dann füllen wir einmal unsere Zellenräder und lassen die Maschine vordosieren. Bestätigen das Ganze. Dann können wir jetzt nochmal überprüfen, dass unsere Heckkraftheber auf Automatik sind, also auf Groß, Go und End. Das passt auch. Und jetzt möchten wir natürlich nur den inneren Bereich innerhalb der Vorgewendelinie abarbeiten, stellen unser Section Control auf Automatik. Hier die Grenzbearbeitung können wir unbeachtet lassen und wir starten unseren Auftrag. So, und wenn wir jetzt vorfahren, Spurführung ist eingekuppelt, wir drücken Go, die Maschine wird abgelassen. So, er piept jetzt schon mal, schaltet aber noch nicht an. Das macht er jetzt, sobald er die Vorgewendelinie überfährt. Und jetzt wählen wir den Tempomaten an, fahren los. 11,5 km/h stelle ich jetzt einfach mal eben ein. Und dann fahren wir die erste Bahn hoch. Und dann sehen wir auch schon direkt, dass die Vereinzelung auch super funktioniert. Er passt auch automatisch die Werte hier an. Also Applikationskarte funktioniert auch, beziehungsweise VRC.
Und so fahren wir dann jetzt die erste Bahn nach oben. Und dann sollte er gleich entsprechend an der Vorgewendelinie wieder abschalten. So, hier schalte ich jetzt in den zweiten Tempomat, dass er ein bisschen von der Geschwindigkeit runtergeht. Und wenn er die Linie jetzt überfährt, schaltet er Section Control aus. Wir können die Maschine wieder ausheben. Und so können wir das Feld jetzt abarbeiten. Er hat jetzt in dem Fall auch direkt die Fahrgasse hier auf 8 geschaltet, von 7 auf 8 hoch. Also zählt er jetzt die Fahrgassen immer weiter und schaltet dann nachher die Fahrgassen automatisch. So, wir fahren jetzt in unsere nächste Spurlinie rein, aktivieren die Spurführung natürlich. Und dann können wir die Maschine runterlassen, fahren wieder mit einer konstanten Geschwindigkeit über unsere Vorgewendelinie. Er schaltet an, wir können den Tempomat anmachen, in dem Fall Tempomat 1, Beschleunigung auf 11,5 km/h. Ich denke, wir können hier auch wieder auf 12 gehen, wir haben ja leichte Bedingungen. Und dann arbeiten wir das Stück jetzt soweit erstmal ab. So, und wenn ich jetzt gleich unten bin, steige ich nochmal eben ab und überprüfe einmal die Ablagetiefe, ob das alles so in Ordnung ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ablagetiefe ist in Ordnung, habe ich noch ein bisschen angepasst. Also ich habe hinten die Andruckrollen noch ein bisschen verändert, noch ein bisschen weniger Druck gegeben, weil die doch sehr stramm eingestellt waren, weil wir vorher auf schwereren Boden waren. Und die Ablagetiefe habe ich noch ein bisschen verringert. Der war vorher so bei knapp über 5 cm, so eher Richtung 6. Und jetzt gehen wir eher so Richtung 4 cm, weil das hier halt wieder sehr leichter Boden ist. Aber der ist auch sehr nass und dann möchten wir die nicht so versenken. Jetzt sind wir in Reihe 5 und jetzt müsste er die Fahrgasse schalten. Sieht man jetzt auch schön. Jetzt hat er hier die Fahrgasse an. Und auch wenn wir hier oben gucken, dann sehen wir, dass jetzt hier Reihe 3 ausgeschaltet ist. Und was ich euch erst noch nicht mehr gezeigt habe, dass ich jetzt hier nochmal die IS-Karte reingeschmissen habe, also die IS-Applikationskarte, die man ja hier über diese Layer hier hinzufügen kann. Habe ich also erst nochmal den IS-Wert, was wir tatsächlich ausbringen. Ach, und können uns das natürlich auch hier anzeigen lassen, was jetzt tatsächlich ausgebracht wurde auf der Fläche. Ich lasse mir aber mal ganz gerne beides anzeigen, also was ausgebracht werden soll und dann hier mit der bearbeiteten Fläche. Und diese bearbeitete Fläche, also dieses, ja, ich sag mal, bisschen transparente Overlay hier, dieses weiße, das wird einem auch nur angezeigt, wenn man die Istwert-Karte tatsächlich, diesen Istwert-Layer erstellt hat. Also wenn ihr das nicht drin habt, wenn ihr jetzt hier unter den Layern diese Istwert-Karte nicht drin habt, dann zeigt ihr euch nur die Applikationskarten an und nur wenn ihr dann auf gesamtbearbeitete Fläche geht, zeigt euch die bearbeitete Fläche an, aber dieses Overlay hier, sag ich mal, dieses Transparente über der Applikationskarte geht nur, wenn ihr euch den Ist-Layer auch mit reingezogen habt. So, und jetzt sind wir in Nummer 6. Lassen wir runter, er zeigt uns das hier oben schon an. 6 ist auch wieder Fahrgasse und jetzt schaltet er entsprechend die zweite Reihe ab und auch das haben wir hier wieder. So Leute, natürlich ist das so, dass das hier jetzt nicht so unbedingt die Praxis ist, aber es hat nur gerade so gepasst oder auch nicht gepasst, dass ich es euch einmal zeigen wollte, wie man theoretisch auch, wenn man jetzt mit Section Control unterwegs ist, die Fläche auch von innen einfach nach außen arbeiten kann. Und ja, zum Beispiel wenn der Fahrer mit den Vorarbeiten hinterherkommt oder so. Aber es ist auf jeden Fall mit der Technik soweit alles möglich. So, was man natürlich sagen muss, dass das Vorgewende jetzt natürlich nicht so schön zum Umdrehen ist. Also ich werde mir meine Memo-Funktion auch gerne noch ein bisschen runtersetzen, dass ich hier ein bisschen langsamer umdrehen kann. Vor allem, wenn man hier mit der Kamera unterwegs ist, ist das alles nicht so einfach. Und natürlich ist jetzt halt das geflügte Land, wenn es noch nicht vorgekreiselt ist, halt nicht so schön zum Umdrehen. Also wie gesagt, es ist nicht so ganz praxisgerecht, was wir hier gerade machen, aber ich wollte euch nur zeigen, dass es möglich ist. So, und jetzt würde ich sagen, schmeiße ich die Drohne einmal in die Luft. Und dann kriegt ihr noch ein paar schöne Aufnahmen und dann zeige ich euch nochmal zum Schluss, wie man dann das Vorgewende bearbeitet. Also bis gleich, Leute.
mittlerweile sind wir in der letzten Bahn angekommen. Ich lasse die Maschine hier nochmal runter und jetzt könnt ihr erkennen, dass er jetzt hier nicht mehr die ganze Maschine anschalten wird. Ich kann noch ein bisschen weiter reinzoomen. So, jetzt hat er nur noch zwei Reihen, die er hier anschaltet. Und ich glaube, das ist nach oben hin noch so ein bisschen keilig. Also wird er wahrscheinlich gleich noch die ein oder andere Reihe anschalten. So, da ist jetzt schon Reihe 3 angeschaltet. Und dann können wir auch schön sehen, hier, wie er die Fahrgassen gelegt hat. Aber das kennt ihr ja schon. So, Reihe 4 ist auch noch angeschaltet. Reihe 5 wird dann auch gleich noch kommen. Und Reihe 6 wahrscheinlich auch noch. Jo, letzten Meter auch noch. Gut, jetzt sind wir oben angekommen. Das war jetzt die letzte Bahn. Und jetzt können wir auch schon in unsere Ecke reinfahren. Denn wie ihr seht, haben wir das ganze Stück jetzt quasi im inneren Bereich abgearbeitet. Ich kann euch hier nochmal den Layer der Ist-Wertkarte zeigen. Also jetzt könnt ihr hier quasi erkennen, dass wir den inneren Bereich des Feldes abgearbeitet haben und jetzt außenrum zu das Vorgewende abfahren würden. So, dafür machen wir uns einmal das hier an, dass wir quasi im Bereich des Vorgewendes auch tatsächlich nachher arbeiten. Und dann müssen wir einmal unsere Fahrgassenschaltung wieder überprüfen. Und zwar sind wir jetzt in Bahn 8. Wir würden aber ja in 1 anfangen. Das heißt, wir klicken hier einmal durch. Das war jetzt zu viel. 10, 1. 1 fangen wir an. Machen unsere Fahrgassenschaltung erstmal aus, dass er nicht weiterschaltet. Das machen wir nachher manuell, weil wir 4-mal ausheben müssen. Und dann gucken wir wieder, in welche Richtung wir die erste Wendung haben. Wäre nach links, passt in dem Fall wieder, weil wir halt gegen den Uhrzeigersinn wieder um das Stück umzufahren. Also können wir hier wieder zurückgehen und dann können wir schon in die Ecke fahren und loslegen. So, dafür fahren wir jetzt einmal hier hin, müssen uns natürlich dieses angeheftete Kontursegment wieder lösen, dass wir alle Kontursegmente nutzen. Und jetzt hatten wir bereits schon zu Beginn gesehen, dass die Grenze nicht hundertprozentig passt. Und in dem Fall hier bleibe ich jetzt auch noch ein bisschen weiter vom Zaun weg, damit da nachher keine Probleme mit dem Gebiss entstehen und die Kühe auch nicht über den Zaun an den Mais kommen. Und also schiebe ich mir meine erste Linie hier jetzt auch noch mal ein Stück weit rüber. Die mittel ich jetzt. So, jetzt seht ihr, dass die Grenze halt ein bisschen weit drüben ist. Ist jetzt nun mal so. Also wenn ich jetzt alle Kontursegmente rundum zu in die vernünftige Position geschoben hätte, könnte ich mir daraus jetzt auch direkt eine neue Grenze generieren. Mache ich in dem Fall nicht, eben weil ich jetzt mit dem Maisleger noch ein Stück weiter weggeblieben bin. Also das sollte ich dann nochmal machen, wenn ich mit der Kreisellecke oder sowas hier bin, hätte jetzt Klaus beispielsweise direkt nochmal machen können. Ich weiß nicht, wieso die Grenze überall jetzt 70 cm, in etwa 70 cm nach außen geschoben ist an allen Seiten. Weiß ich nicht, hatte ich letztes Jahr auch schon einmal ein Problem mit und wurde dann durch ein Software-Update gelöst, aber bei diesem Stück scheinbar nicht. Also theoretisch kann ich jetzt hier reingehen, auch bei dem NT01, in neue Grenze erstellen, Kontursegmente, das Ganze bestätigen und dann würde er meine Grenze jetzt hier rechts neben mir hinpacken. Aber das machen wir wie gesagt nicht, ist in dem Zuge jetzt auch gerade nicht so relevant. Wir haben uns jetzt unsere Spurlinien rübergeschoben und jetzt fangen wir gegen den Uhrzeigersinn an, von außen nach innen zu arbeiten. Theoretisch könnten wir jetzt auch innen anfangen, das Vorgewende zu legen. Aber ich mache es jetzt auf den konventionellen Weg. Kuppel meine Spurführung ein, fahre jetzt rückwärts in die Ecke. So, und jetzt je nachdem, wie stramm ihr halt an der Grenze dran seid oder ob ihr rüberfahrt, müsstet ihr natürlich diesen Button eventuell anschalten oder ausschalten. Ist in diesem Beispiel jetzt irrelevant, weil ich ja sagte, die Grenze ist zu weit nach außen geschoben bei uns hier aktuell. Also ihr seht, bei uns kann auch mal was passieren, beziehungsweise läuft auch nicht alles immer so hundertprozentig. Aber das kann man ja relativ einfach wieder hinkriegen. So, jetzt seht ihr, es geht weiter. Wir fahren jetzt außen um zu, die erste Bahn. Und jetzt können wir das Vorgewende, Tempomat an, quasi außen um zu fertig arbeiten. Und dann würde er gleich dann, wenn wir hier sind, wieder quasi, würde er per Section Control das Ganze wieder
separat schalten. Das sehen wir dann aber gleich. So Leute, wir sind in der letzten Bahn. Wir kommen jetzt gerade in der Ecke an und heben die Maschine aus. Wir haben jetzt schon hier wie wild am Piepen. Wir haben jetzt schon einmal um zu eine Fahrgasse gelegt, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Und jetzt fahren wir das letzte Mal außen um zu. Sorry. Und jetzt fahren wir das letzte Mal außen um zu, legen die zweite Seite der Fahrgasse. Und dann sollte auch, ich weiß nicht, ein oder zwei Reihen außen per Section Control abschalten, wenn er in die bearbeitete Fläche reinkommt. Ich kann nochmal die andere Ansicht zeigen. Navigationskarte. So. Jetzt müssen wir natürlich nochmal einmal weiterschalten in die 6. Das ist auch eine Fahrgasse. Fahren in die Bahn rein. Lassen das Gerät runter. Schaltet er hier die Fahrgasse und außen zwei Reihen zusätzlich noch aus. Und so bearbeiten wir jetzt die ganze Runde nochmal rundum zu. Und dann haben wir die Ecke fertig. Also wie ihr seht, müssen wir jetzt noch einmal hier um zu. Und dann sind wir durch. Also in der Fahrgasse, wo die Fahrgassen gelegt wurden, schaltet er natürlich jetzt blöderweise immer an und aus. Also versucht jetzt quasi hier immer noch wieder ein Korn zwischenzupacken. Oh, jetzt habe ich den Saattank 1 leer. Das passiert natürlich auch. Aber ihr wisst ja jetzt, was gemeint ist. Ich fahre jetzt quasi das Stück das letzte Mal aus und zu. Er die Fahrgasse, er schaltet hier innen ab. Also haben wir auch quasi wieder per Section Control die Reihen genau aneinander liegen und keine Überlappung. Wenn ihr den Schlag dann gleich fertig habt, könnt ihr natürlich genauso hier über diese Wolke mit dem Pfeil und dem Schloss den Auftrag wieder buchen. Das heißt, an beispielsweise eure Schlagkartei, wenn die drahtlos mit dem Schlepper angebunden ist, oder Next Machine Management oder so, verbuchen. Und dann würde der Auftrag direkt drahtlos ins Büro bzw. auf euren Computer gehen. Ja gut Leute, ich drehe jetzt meine letzte Runde hier einmal um zu und dann heißt es Maschine leer machen, sauber machen und dann wird die morgen abgeholt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.